Reeperbahn ist die Straße, die umgeben ist vom Rotlicht- und Vergnügungsviertel St. Pauli. Auch genannt die sündigste Meile der Welt, durch ihre Diskotheken, Bars und Nachtclubs. Live-Musik spielt eine große Rolle auf St. Pauli. Wo sind wir hier gerade? Reeperbahn. Und was ist unser Ziel? Leute in der Meine erste Frage ist, warum machen Sie überhaupt Straßenmusik? Wegen Geld und Musiker bin ich. Professionell oder eher so hobbymäßig? Ja, hobbymäßig. Wie lange ungefähr? 20 Jahre. Warum denn ausgerechnet in Hamburg? Das hat sich so ergeben. Also ich bin jetzt nicht primär wegen der Musik nach Hamburg gekommen, sondern wir waren in Oldenburg und meine Frau ist Heiligdienstpflegerin und Oldenburg war halt die Möglichkeit, in ihrem Job Arbeit zu finden, halt nicht so hoch wie in Hamburg. Und dann sind wir irgendwie in Hamburg gelandet. Das war eher zufällig. Sie meinten ja, Sie spielen das Instrument hobbymäßig. Mhm. Denn wäre meine Frage, haben Sie sich das selbst beigebracht oder haben Sie mal Unterricht gemacht? Ich habe mir selber beigebracht. So, vor 20 Jahren. Ja, ich hatte schon immer eine Gitarre zu Hause, die ich aber nie gespielt habe, wirklich. So 5 bis 7 Jahre. Und dann habe ich aus Langeweile in der Hand genommen. Gesungen habe ich schon immer. Dann hat mir halt ein Freund 2, 3 Akkorde gezeigt. Und die habe ich dann so weiter ausgebaut. Ich hatte eine Lieblingsband, das war in den 90ern. Das war so Soundgarden und Pearl Jam, das waren halt Bands, die ich echt gerne geliebt habe. Und die habe ich dann halt in der Kassette laufen lassen und einfach nachgespielt. So ein bisschen daran genau, dann auch orientiert. Genau. Ja. Würden Sie sagen, dass man so mit der Straßenmusik in Hamburg gut leben kann? Ja, eher. Also man kommt schon über die Runden, klar. Man könnte seine Miete bezahlen und man wird halt nicht verhungern. Ne? Aber jetzt reich werden kann man ja, glaube ich, ja, nicht so. Ne? Brauchen Sie jetzt, um hier zu spielen, eine Lizenz? Nein, brauche ich nicht. Man darf an einem Platz bis zu einer Stunde spielen und müsste dann den Platz wechseln. Und das Ganze halt auch ohne elektrische Verstärkung offiziell. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der braucht das natürlich für ein Cello vielleicht oder Geräte, die hat ja nur mit so einer E-Gitarre, ne? Das wäre natürlich. Ja, die hört man ja eigentlich. Genau. Ich glaube, man, vom Ordnungsamt könnte man sich so eine Genehmigung holen, aber das ist halt ein bisschen langfristig. Ja, also denn sagen Sie zum Beispiel, Sie spielen hier jeden Tag 3 Stunden, dann bräuchten Sie so eine Genehmigung. Das auf jeden Fall. Aber solange Sie wechseln hier die Orte, ja, bis zu einer Stunde alles in Ordnung. Genau. Okay. Das ist halt ja, von Stadt zu Stadt verschieden. Okay. Von Bundesland zu Bundesland auch anders. Aber grob eine Stunde, 40 Minuten. Wollen Sie dann nochmal was spielen für uns? Kann ich machen. Gerne. Okay. Rock bis Pop spielt das Dogs alles, was im Trend ist. Ebenso die Große Freiheit 36 mit ihrem Markenzeichen die Leuchtgitarre. Die Große Freiheit 36 ist für jeden ein Begriff, der St. Pauli kennt. So, if you do music in a club, how long are you doing this? For now, with this band? Or? With this band. Yeah, this band is very. We started recently. We started, I think, 1.5 years ago, something. And everybody is more of an experienced musician, so we all played in several bands. But in this band, we are like the last year. We are very active. The whole purpose of the band is touring. Just touring as much as we can and play as much clubs as we can. So we decided that if we start
doing this, then we would, the first concerts would be, should be part of a tour. So this is what we're doing right now. We did a short one, a short leg, and then this is the longer leg of the spring tour. And then in the we have another few gigs coming after this tour, and then we'll go into the festival season, which will be mainly focused on the Netherlands and some parts of Germany. We'll also go to Belgium, and then in the fall we go. We are setting up a different tour right now. So, but I think that will be some 30 somewhat dates. So yeah, it's a lot of work, but it's really fun. It's really fun. It's really fun to play all these places. So, yeah. And is it easy to get in clubs like this, or? Well, it all depends on you know, the thing is that of course the music is important. That is. Don't underestimate that. The music is the most important thing, but also it's very important to work on a contract with a booker, booking agent, that kind of stuff. It's very important because club owners like over here, they like to work with someone reliable. They know we have bands that deliver certain quality. So once that is running and your booker has a good network of venues, then you can of course easily get gigs. It's not always, you know, you don't always get booked again, but that depends. A lot depends on the owner, of course, what he's looking for. And we got a booking agent that is also playing in the band, so that is for us. That is really. We're really fortunate to have that combination. And did you learn your instrument on your own, or did you have a teacher? I had a teacher. I had a lot of lessons, but also I'm the vocalist of the band, so I also had vocal lessons. But that was mainly just to make sure that I'm not going to lose my voice after like 5 or 6 gigs and then giving it and. Basically learn basic techniques, and after that I think the other band members, well, the two of them did a music school, like the conservatory, that's like a serious music school, and then our keyboard player basically is like, he can play anything, he can take any instrument and give it to him and then he plays it. Especially keys and stringed instruments is no problem. He's like a really talented guy. But basically some basic lessons are important, I think. What is the name of your band? Copperhead County. Copperhead County. So and Copperhead County is not a really an existing county in the USA, but it's just something we made up and. That's fun. Alright, thanks. Die Richtlinien und Voraussetzungen, auf der Straße zu musizieren, sind: zum einen darf man nicht von 20 Uhr die ganze Nacht bis 11 Uhr morgens durchspielen, sowie nicht am Sonntag und am Freitag. Leute, alles scheint die Sonne, ich style jeden Tag immer wieder mit meinen netten Liedern, asozial wie Oscar aus der Tonne. Ich bin der Beste, liebe alle Männer, alle Frauen, alle Schwestern. Schreib einen netten Liebesbrief und knall sie im Western. Das ist mein Hamburg. Ich bin Slang, Stefan Lengner, verbaler Chirurg. Ich hole mein Porn raus. Mein Rap sind gesund, wie aus dem Reformhaus. Es sieht aus wie die Türken, die mich erwürgen. Ich style jeden Tag wie Graf Dracula aussieht. Bürgen. Ich fliege wie ein Truthahn über Bhutan. Ich fliege wie Super Grobi über die Wüste Gobi. Ich bin Büster Pianfetten John und der braucht einen Job bei Obi. Aber ich sag mir Dinge aus den Fingern. Was hat keines Ding Raketen? Ich bin über das Poster an seiner Tapete. Dann geht er ins Kloster. Ich hab eine ganze Menge Knete und fetten Palast in Popokarte Petel. Das ist meine Straße mit einer ganzen Menge Steine. Ich bleibe enge mit meinen kleinen Reimen. Ich bin Reimer kleiner Assi. Auf dieser Meile gehe ich Gassi. Ich style euch an, verfolge ich wie die Stasi. Ich falle über euch her wie ein Paramilitär. Mach Raps und Rhymes und tu, als wäre ich wer.
Ich singe euch an und bring euch ein Ständchen und will ins TV wie die kleinen Mainzelmännchen und wie Tick, Trick und Truck die kleinen Entchen. Und meine Gedichte und Geschichten ohne Zensur in Aussatzberichte von Gott hab ihn selig, Peter Schollatour. Ich bin Rapper, ehemals aus Heimfeld, auf die, was hier hereinfällt. Ich bin cooler als Coolio und witziger als alte Jerry Seinfeld. So, warum nehmen Sie Hamburg als Ihre Stadt? Ich möchte erstmal nicht mit Sie angesprochen werden, mit du. Ich bin Stefan Lengner, Slang. Also ich bin wegen meiner Lebensgefährtin, Ex-Lebensgefährtin 2003 hergezogen und wohne jetzt seit 2003 im Raum Hamburg, also 2003 bis 2016 in Heimfeld, seit 2016 hier am Mainz-Albers-Platz. Ist Hamburg, würden Sie sagen, Hamburg ist würdest Ihre du Stadt? Sagen. Würdest du sagen, tut mir leid, würdest du sagen, Hamburg ist deine Stadt? Das ist schon meine Stadt. Ich meine, ich war schon in New York, ich war schon in Amsterdam, ich war schon in Paris, ich war schon in Dubai, ich war schon in Hongkong, ich war schon in Bangkok. Ich war schon, klar, Berlin, ne, hab vorher in Hannover gewohnt. Also ich bin auch schon einigermaßen rumgekommen. Hamburg ist eine schöne Stadt. Hamburg ist vielleicht die schönste Stadt Deutschlands. Berlin ist zwar größer, aber gefällt mir architektonisch gesehen und vom Style her, also von der Atmosphäre her nicht so sehr wie Hamburg. Also der ganze Raum Hamburg. Aber auch nicht so gut wie Bremen. Also Bremen, Raum Hamburg, Raum Bremen finde ich schon sehr okay. Und Musik, finden Sie, Hamburg hat genug Musik? Findest du? Nicht rausschneiden. Findest du, Hamburg hat so viel mit Musik zu tun? Ja, Hamburg ist eine große Rap-Szene auf jeden Fall, ne? Aber ich muss euch dann leider mal enttäuschen. Ich höre privat kein bis kaum Rap. Ehrenmann. Weil ich nämlich Straßenkünstler bin und damit mein Geld verdiene. Ne? Mein Lebensunterhalt, dafür bezahle ich sogar meine Krankenversicherung und auch die Bude, Kohle für meine Bude und so. Und ich mag gerne Rap. Aber nur mein Rap. Nein, das stimmt auch nicht. Aber ich mag Rap gerne, aber ich möchte es halt wirklich machen als Künstler. Ne? Mischung aus Bettler und Straßenkünstler, wie auch immer. Ne? Und ich möchte jetzt nicht bewusst oder unbewusst irgendwas abkupfern. Also irgendetwas vielleicht covern oder so. Ne? Also was covern. Irgendwas abkupfern, vielleicht gewollt oder ungewollt. Das will ich nicht. Ich sag mal so aus Spaß oder so mit dem Augenzwinkern. Ich möchte jungfräulich bleiben in meiner Kreativität. Okay, für das sexuelle Jungfräulich ist es zu spät, aber für die kreative Jungfräulichkeit ist es vielleicht nicht zu spät. Und ich möchte halt deswegen so wenig wie möglich in meiner Freizeit Rap hören. Ich höre mehr Techno, Klassik und sowas. Und bist du oft auf der Reeperbahn? Ja, ich bin fast jeden Tag hier. Also ich könnte auch gerne mal wiederkommen und mich öfter mal sehen. Okay, perfekt, danke. Ja, hier nochmal. Wie hast du das beigebracht, dass du so schnell freestylen kannst und diese Verbindung im Kopf so gut hinkriegst? Das ist ein Intelligenzquotient von 146 und dazu halt ADS. Ich habe dieses Aufmerksamkeitsdefizit, Überaktivitätssyndrom. In der Schule war das zum Beispiel für mich ganz grauenhaft. Mhm. Also trotz Hochbegabung war ich in der Schule die letzten Jahre immer schlecht. Habe auch nur mittlere Reife, wo ich auf dem Gymnasium war. Und die letzten paar Jahre waren bei mir in der Schule halt auch immer die Versetzung gefährdet. Ich glaube, die letzten genau für 4 Jahre stand ich immer auf der Kippe. Hab den einfachen Realschluss auch mit Ach und Krach nur geschafft. Mhm. Wegen meines ADHS und wegen Angstzuständen und so. Aber seit ich halt Straßenkünstler bin, hilft mir dieses ADHS irgendwie auch ein bisschen. Weil ich da natürlich schnell denken, schnell schalten kann. Und ich muss jetzt auch nicht mehr still sitzen wie in der Schule. Also in der Schule war ich ja der Klassenkasper und der Zappelphilipp. Wurde halt immer gerügt und immer geschimpft und so. Aber seit ich auf der Straße natürlich mir die Zeit frei einteilen kann als Straßenkünstler, hilft mir das Hyperaktivitätsein eigentlich eher. Mhm. Also das Hyperaktivsein eigentlich eher. Ne? Also jetzt muss ich sagen, bin ich sogar dankbar für mein ADHS.